Heute begrüße ich euch mit einem herzlichen Buenos Dias hier aus unserer Backstube Las Palomas. Wir möchten heute, oder ich möchte heute mit euch ein König Leopold Brot machen. Ich habe diese Rezeptur einfach jetzt mal rein in der Theorie zusammengeschrieben. Also das ist auch für mich sozusagen die Premiere heute, die wir hier machen. Das ist ein Brot, das so vom Charakter her mehr in die Richtung Ruchbrot geht. Also es soll auf jeden Fall, wenn wir alles richtig machen, später eine schöne, fluffige, leicht gebräunte Krume haben. Und deswegen wundert euch nicht, dass relativ viele Zutaten hier auf dem Tisch stehen, weil wir brauchen da schon ein paar spezielle Sachen, die ich jetzt aber gleich erkläre. Es sind alles reine Naturprodukte, die wir einsetzen für dieses Brot. Wir brauchen dafür einen Blütenhonig. Wir brauchen eine Dinkelkleie. Wir haben hier ein Dinkelextrudat, was wir immer gerne einsetzen, eben um die Teige etwas stelliger zu machen. Auch wieder eine Komponente, die uns die Frischhaltung bringt. Wir haben hier wieder unser Hochproteinmehl von der Waldermühle. Da möchte ich vielleicht ganz kurz gleich ein bisschen mehr dazu sagen. Ich würde normalerweise in so einem Brot, oder in der Vergangenheit habe ich da immer Dinkelgluten eingesetzt. Wir liegen beim Dinkelglutenpreis mittlerweile bei Kilopreise um die 15 Euro. Und ich habe das mal quer gerechnet. Hier dieses Hochproteinmehl, also auch aus Dinkel gemahlen, hat ähnliche Wirkung wie Gluten. Ich brauche nur ungefähr, um die gleiche Backleistung zu generieren, etwa die doppelte Menge. Das heißt, wir sind heute mit dem Produkt mit 4% im Teig. Dieses Hochproteinmehl hat, wie gesagt, den Vorteil, dass die backstarken Proteine als Mehlauszug mit einer speziellen Windsichtung aus dem beim Mahlvorgang abgezogen werden. Das ist eine Technologie, die in Deutschland ganz, ganz wenig vertreten ist bei den Müllern. Ich glaube, es gibt 2 oder 3 Mühlen in Deutschland, die das können. Ich habe das, wie gesagt, immer von der Waldermühle in Böhl-Iggelheim. Könnt ihr im Internet bestimmt auch finden. Und ihr könnt da euch gerne erkundigen, ob ihr das dort bestellen könnt. Ich denke, das wird auch deutschlandweit verschickt werden können. Ich habe mir gerade mal die Zahl aufgeschrieben. Wir sind jetzt hier mit 400 Gramm im Gesamtrezept drin, mit 10 Kilo Mehl. Das heißt, wenn wir 3,50 Euro hier ungefähr Einkaufspreis hinterlegen, es können auch nahe 4 Euro sein, so ganz genau weiß ich das nicht, dann haben wir ungefähr 41 Euro an Material in Form von Hochproteinmehl im Teig. Wenn ich das Gleiche mache mit 2% Dinkelgluten, der 15 Euro das Kilo kostet, dann bin ich schon bei 3 Euro, also mehr als beim Doppelten, mit in etwa dem gleichen Effekt im Produkt. Und der Vorteil, das hier ist Mehl, das wird als Dinkelmehl deklariert und nicht als Gluten. Das ist für mich nochmal sehr wichtig, dass wir auf Gluten generell verzichten können. Ja, Salz, klar. Dann habe ich hier Urdinkel S5. Das ist wiederum unser Aleuronmehl, also Dinkel-Aleuronmehl, auf das halt Psyllium aufgemischt ist. Also im weitesten Sinne sind das Lohsamenschalen, mikrofein gemahlen. Die brauchen wir dringend für die Wasserbindung, weil wir bringen ja enorm viel Wasser in den Teig rein. Das hier ist der Anteil an Dinkel-Vollkornmehl. Dann haben wir hier ein färbendes Roggenmalz. Ich habe jetzt hier bei mir in der Backstube nur ein Bioland Roggenmalzmehl EBC 300. Da könnt ihr euch so ein bisschen dran orientieren. Also wenn ihr ein färbendes Malz einsetzen wollt, geht bitte nicht dunkler wie EBC 300 bis 400. Es gibt auch welche mit 1000, aber das ist eigentlich Ruß. Das schmeckt auch bitter und hat dann keinen guten Geschmack mehr im Brot. Ihr könnt auch fermentierte Malze einsetzen, die gibt es auch, es gibt Roggenmalz fermentiert, die haben auch eher diesen schönen Roggengeschmack, den runden, und sind auch nicht bitter. Ich glaube, die Bindewaldmühle macht das im größeren Stil, die sind aber auch deutschlandweit vertreten in der Bäckerwelt, sage ich jetzt mal. Das wäre vielleicht eine Empfehlung. Oder wenn ihr
bei eurem Fachhändler kauft, dann ein Roggenmalz oder Gerstenmalz, also kein Weizen oder irgendwas, weil wir wollen ja weizenfrei arbeiten, dann nicht dunkler wie EBC 300, höchstens 400. Hefe haben wir hier 0,8%. Dann habe ich hier ein Kochstück gestern vorbereitet. Das ist ein steifer Mehlpudding, nenne ich das mal. Kochstück wird euch Bäckern bekannt sein, das ist eine TA 500. Das heißt also, beim Grundrezept habe ich 800 Gramm Wasser, 200 Gramm Mehl. Ich nehme immer noch 10% Salz auf Mehl mit hinein, also in dem Fall dann noch 20 Gramm Salz. Das kann man also eine Woche in der Kühlung sehr gut aufbewahren. Das ist praktisch gebundenes Wasser, was wir in den Teig einbringen. Und wir machen ja alles, damit wir Frischhaltung in die Dinkelbrote reinbekommen. Hier habe ich einen Roggenfermentteig, den habe ich gestern angesetzt. Der hat schönen Trieb, wie ihr hier auch seht, wenn ich mal die Struktur ein bisschen aufmache. Das ist ein 1250er Roggenmehl, TA 200. Anstellgutmenge ist 1% vom Mehl. Und ihr könnt rein theoretisch auch euren betriebseigenen Roggensauerteig nehmen. TA 200 wäre ideal, wenn ihr eine 180er TA habt oder eine, was auch immer, dann tut das einfach ein bisschen angleichen in der Rezeptur und das Mehl und Wasser entsprechend dann in die Rezeptur anders generieren. Aber bei einer TA 180 braucht ihr eventuell beim Wasser und Mehl gar nichts zu ändern. Ja, das wäre möglich. Ihr könnt das Anstellgut in jedem Fall aber von eurem Betriebsroggensauerteig oder könnt ihr nehmen. Bitte nicht mehr wie 1% Anstellgut. Anfangstemperatur möglichst gute 30 Grad. In einer Thermobox im Idealfall bei Raumtemperatur stehen lassen, etwa 16, 18 Stunden. Das ist die Stehzeit von diesem Teig hier. Und ich habe jetzt hier vorhin mit dem pH-Messgerät gemessen. Ich habe hier genau einen pH-Wert von 4,3, wenn ich das schmecke. Der hat eine schöne milde Säure. Der ist also nicht stechend sauer oder irgendwas. Ist ein ganz milder Fermentteig. Und das brauchen wir für Dinkel, weil wir wollen beim Dinkel ja nicht sauer, sondern wir brauchen Aroma, Geschmack. Und natürlich ein bisschen Säure für die Stabilität der Krume und all das, was mit einhergeht. Ja, hier habe ich dann noch mein Wasser stehend abgewogen und hier mein Dinkelmehl. Ich fange dann mal an. Alles mal in die Maschine rein. Ich fange immer gerne mit dem Wasser an. Das Wasser ist gewogen, eingestellt auf eine TA, Gesamtteig TA von 186 jetzt mal. Kann sein, dass wir noch ein bisschen Wasser nachschütten, aber wir haben ja auch 3% Honig da drin und der bringt ja auch noch mal was an Feuchtigkeit in die Teige rein. Wir schauen uns das an, legen mal los, also einmal Wasser. Dann unser abgewogenes Dinkelmehl. Das ist übrigens ein Viertel der normalen Rezeptur, die ihr noch verlinkt bekommt und dann euch auch runterladen könnt, wenn ihr das gerne wollt. So, unseren Fermentteig. Das sind wie gesagt 15% vom Gesamtmehl, in dem Fall Roggen, mild fermentiert. Der bringt natürlich ein bisschen mehr kräftigen Geschmack in unser Dinkelbrot. Daher dürfen wir aber leider nur noch sagen Dinkelmischbrot, ja, weil wir 10% dürften wir haben aber 15% Roggen drin. Unser Kochstück, das ist gemacht mit Dinkel 630er Mehl. Dann die Hefe, 0,8%. Dann unser EBC, in dem Fall jetzt ein 400er EBC Bioland Malzmehl. Wie gesagt, ich habe leider kein anderes. Ich hätte lieber ein fermentiertes Malz, weil die nochmal deutlich milder im Geschmack sind. Dann unser Anteil Dinkel Vollkornmehl. Ich muss gerade gucken, was ich da aufgeschrieben habe. Das sind 10% Dinkel Vollkornmehl. Entschuldigung. 25% vom Gesamtmehl ist Dinkel-Vollkornmehl. So,
Dann unser Urdinkel S5 ist rein für die Wasserbindung. Hat natürlich auch von der Verdauung her ganz enorme Effekte, weil diese Flohsamenschalen, wenn ihr die mal bei Google irgendwo eingibt, dann werdet ihr sehen, ihr kriegt nur positive Bewertungen. Das ist einfach ein Lebensmittel, was eine gelförmige Wasserbindung hat und einen enormen positiven Einfluss auf die Verdauung hat. Salz. Da habe ich berücksichtigt, dass auch schon Salz im Kochstück drin ist. In dem Fall bei solchen wasserreichen Teigen mache ich wieder 1,3% auf Gesamtteigmasse an Salz. Dann hier unser Hochproteinmehl, auch auf Basis Dinkel 630. Dann unser Extrudat auf Basis Dinkelmehl 630. Unsere 2% Dinkelkleie. Ich verwende die ganz gerne, weil ich so einen Charakter Richtung Ruchbrot möchte. Und wenn ihr das Schweizer Ruchmehl euch anschaut, das ist immer sehr stippig. Und das ist genau der Effekt. Und das ist auch in der Regel so gemahlen, dass die Stärke leicht geschädigt ist und mehr Wasser aufnimmt. Wir machen das, indem wir eine vorgequollene Stärke in Form von Extrudat hier schon mit einsetzen. Das ist in etwa der gleiche Effekt. So, dann haben wir noch einmal unseren Honig. Was habe ich da? Da sind wir bei 3%. Da brauchen wir dann in dem Fall hier 75 Gramm. Ich mache eine Negativwiegung. So, das sind 68. So, und jetzt sind wir genau bei 75. Und jetzt können wir starten. Die Uhr stelle ich im ersten Gang auch so eine gute Größe bei solchen Ruchbroten oder Weichenteigen ist immer etwa, ich sag mal, zwischen 12 und 14 Minuten im ersten Gang kneten. Das reicht in der Regel vollkommen aus. Sind eigentlich jetzt rum. Der Teig sieht sehr schön aus, zieht sich schön an der Spirale hoch, hat sich vom Kessel etwas gelöst. Also optisch im Moment perfekt. So. Wie immer beim Dinkel ein bisschen Wasser. Ja, der sieht schön aus, ne? Schön zäh, aber hat Struktur. Immer noch guter. Den ziehen wir noch ein bisschen auf. So, der Teig ist schön aufgezogen, sehr schön plastisch und ich würde sagen auch toll ausgeknetet. Ja, der wird also das, was wir jetzt immer tun, mindestens 2 Stunden Teig ruhen. Das brauchen wir, um da auch die Bekömmlichkeit zu fördern und all das, was mit einhergeht, Stabilität, Aroma, alles bauen wir in der Zeit auf. Und in etwa 2 Stunden werden wir aufarbeiten. Unser Teig hat seine 2 Stunden Teigruhe hinter sich gebracht. Er hat sich, ja, ich würde sagen, mehr als verdoppelt. Sieht schön aus. Dann fangen wir mal an mit der Aufarbeitung. Ich tue auch noch einmal kurz
zusammenfassen, dass er noch mal ein bisschen schön vernetzt ist. Aber der ist schön fluffig, hat tollen Stand. So, unsere Rezeptmenge müsste 6 Brote, so 820 Gramm ergeben. Das wird dann wieder genau einmal unser Ofen gefüllt. Wie immer mit so schönen luftigen Teigen gucken wir, dass wir die Struktur vom Teig möglichst ganz lassen, also eher etwas mit weniger Gewalt dran gehen, einfach nur so ganz locker schön zusammendrehen. Das Ganze so kurz ein bisschen in Mehl wälzen und das war's schon. Ich habe hier diese Holzschliffformen, ich habe dreimal so Dreiecksformen, dreimal diese Waffelformmuster. Das sind die Holzschliffbackformen von brotform24.de, glaube ich, heißt die Seite. Die kann ich nur empfehlen, weil die von der Feuchtigkeitsregulierung beim Teig das Beste sind, was ich kenne. Man kann da mit sehr weichen Teigen reingehen, da klebt nichts. Gerade wenn man über Nacht in die Kühlung geht, ist das natürlich ein Riesenvorteil, dass man die Dinger dann aus der Kühlung raus, dann auch wieder aus der Form rausbringt. Ne? Also der Teig lässt sich sehr schön aufarbeiten, nimmt toll Form an, hat Spannkraft. Also sollte eigentlich ein ganz gutes Brot werden. Ich werde die jetzt noch mal ungefähr geschätzt 1,5 Stunden entgaren, hier bei Raumtemperatur. Ich könnte die jetzt auch in die Kühlung stellen und über Nacht in der Kühlung belassen und morgen aus der Kühlung heraus direkt backen, würde auch gehen. Dann müsst ihr nur ungefähr schauen, dass ihr mit 4 Grad in der Kühlung seid. Und dann wäre das morgen das noch bessere Brot eigentlich. Aber wir kriegen das heute auch mit direkter Führung sozusagen über eine lange Endgare hin. Und wenn wir die so gestalten, dann haben wir ja eine Gesamtteigruhezeit von knapp 4 Stunden. Da haben wir schon ordentlich Abbau drin. Ja, dann bis später. So, unsere Dinkel-König-Leopold-Brote oder Dinkel-Malzbrote, wie ihr das nennen wollt, ist eigentlich egal, sind jetzt ungefähr 1,5 Stunden entgegart bei Raumtemperatur. Wir haben hier ungefähr eine Raumtemperatur von knapp 26 Grad. Und die sind jetzt schön reif, aber immer noch fühlen sie stabil an. Und die setze ich jetzt um. Dann werden die geschnitten und direkt ab in den Ofen mit etwas Spaten geschoben. Anfangshitze wird sein 250 Grad. Und wir gehen dann aber gleich nach knapp 5 Minuten runter auf dann so 200 Grad Ausbacktemperatur. So, da wir dreieckige Brote haben, machen wir auch einen Dreiecksschnitt. Da schön mit Schwung, so ein bisschen durch. Dann tauschen wir nochmal das Messer. Und hier bleiben wir auch gerade bei einem Dreiecksschnitt. So.
So, und ab in den Ofen. Unsere König-Leopold-Brote, ein Dinkel-Mischbrot mit 85% Dinkelmehl, wobei das sich wieder aufteilt in 25% Vollkornmehl und der Rest ist dann Dinkelmehl 6,30, dann 15% Roggenmehl. Das Roggenmehl haben wir komplett fermentiert und wir haben ein Kochstück da drin mit 2% verkochtem Mehl sozusagen. Und ja, Volumen, alles sehr schön geworden, kräftig gebacken, aber ich finde gerade so ein Dinkel-Malzbrot sollte auch ein bisschen Farbe haben und eine schöne Kruste. Die sind jetzt über Nacht ausgekühlt und haben immer noch schöne, knackige Röche. Also von daher schon mal rein optisch auch ein gutes Brot, sage ich jetzt einfach mal, mit rustikalem Charakter. Die Boden, alles von Backen her, ist gut, die Form finde ich okay. Die haben eher ein leichtes Untergewicht durch den langen Backprozess. Also man sollte schon schauen, dass man 850 Gramm einlegt. Ich habe gestern nur 820 Gramm eingelegt, dann hat sich genau aufgeteilt für 6 Brote. Ich schneide das jetzt mal durch. Nehmen wir uns mal das hier vor. So. Ja, genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Eine nicht allzu grobe Porung, aber schön unruhig. Gleichmäßig, ungleichmäßig, sage ich eigentlich mal. Es hat keine riesen Löcher, die wir eigentlich, also ich möchte die in einem solchen Brot auch nicht haben. Und die Krume ist sehr schön schwammig. Wir haben eine tolle Kruste hier in der Ausbildung. Also von daher, ja, schon mal bis hierher ein gutes Brot. Ich gucke mal, die Dehnbarkeit, die ist auch, ja, sehr schön. Geruch, eine ganz leichte, milde Säure und auch ein bisschen Röstaromen. Also da kommt schon ein bisschen was einem entgegen. Also wer solche Brote mag mit einer etwas dunkleren Farbe, ja, der denke ich wird dieses Brot mögen. Schneid mal noch Scheiben runter. Ja. Dann tun wir noch ein bisschen Brot verkosten. Magnus, du auch ein Stück. So. Also die Struktur der Krume schön stabil, wattig, fluffig. Also das ist angenehm. Bald nicht beim Kauen, hat aber einen schönen Kauwiderstand, eine schöne Feuchte, keinen trockenen Eindruck.
Jetzt kommt eine leichte Säure. Parallel auch eine malzige Note, leicht süßlich. Ja, ein schönes rundes Brot. Da nur Butter drauf, das schmeckt. Die Rezeptur ist nochmal verlinkt im Video. Wie gesagt, von der Rohstoffseite her, alles Sachen im Monokomponentenbereich, also keine Backmittel oder irgendwas, sondern wir haben nur drin im Grunde genommen unser Extrudat, was die Frischhaltung und die Stabilität der Brote fördert. Wir haben unser Urdinkel S5 drin, also eine psylliumbasierte Mischung, die uns die Wasserbindung hier, die enorme, in die Krume bringt. Wir haben unser Dinkel-Hochproteinmehl, das uns den Gluten ersetzt. Also wir müssen hier auch keinen extra Gluten irgendwie ausloben. Auch eine sehr tolle Geschichte, wie ich finde. Was haben wir da noch drin? Ja, dann die typische Salz-Hefe. Viel mehr ist es eigentlich nicht. Wenn es Rückfragen gibt, schreibt mir einfach. Ich beantworte das so gut, wie es geht. Und wenn ich die ein oder andere Firma mal nennen mit Rohstoffen, dann ist das keine Werbung. Ich habe auch mit keiner Firma irgendwelche Werbeverträge, sondern es geht einfach darum, dass es spezielle Sachen sind, die man oft nur bei ganz wenigen Herstellern bekommt. Und dann nenne ich gerne die, die das machen, die euch sowas liefern können. Ja. Backt das gerne nach. Und wenn es Fragen gibt, wie gesagt, gerne an mich wenden. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Jo. Auf Wiedersehen.